Ah, derbes Schwert können wir noch machen. Das mache ich auch nochmal schnell. Aber ansonsten. Dietriche können wir auch unterwegs machen, glaube ich. Ja, hat es nicht so viel gebracht. Schmiede ist hier noch irgendwas. Ach, eine Schmiede müssen wir noch machen, ne? Ja, das stimmt. Ein Arbeitsplatz, der dem Schmied neue Herstellungsoptionen gewährt. Okay, Stein und Kohle. Kohle? Kohle? Kann ich hier Kohle machen aus Holz? Ach so, nee, das ist ja nur da unten das Menü. Das Kochen geht ja anders. Wo kriege ich denn Kohle her? Können wir einen Tisch bauen vielleicht, wo man Sachen einschmelzen kann? Nee. Türen, Fenster, Geschirr, Zäune. Ich überlege gerade, kann er keine Kohle für uns köhlern? Oder bräuchten wir einen größeren Ofen oder so? Ach, wir haben noch das Dingens gebaut, oder? Das Ding hier. Ach, der komische Hut. Genau. Ja, oh, wir haben Kohle. Ja, huch, wir haben ja Kohle. Holzsäure plus 1 mehr unter Kohlebrennofen. So. Und jetzt noch Steine. 30 Steine. Warte, warte. Hey, ist. 30 Steine. Ich glaube, es reicht. So. Dann eine Schmiede herstellen. Kämpferhelm. Tobi, jetzt geht's richtig los. Boah, geil. Geil. So, die Betten kommen hier eh später raus. Nice. Das Ding kommt mal hier hin. Herstellen. Metallplatten können wir hier machen. Okay, sehr gut. Und sonst so. Rezepte durchsuchen. Metallplatten. Kohle, Metallschrott. Okay, warte, warte. Kohle müsste ich haben. Metallschrott habe ich, glaube ich, wieder zurückgetan. Habe ich den zurückgetan? Ich habe doch Kohle, Metallschrott. Nicht genug Materialien. Metallplatten. 0 von 2. Hä? Manchmal. Ach so, ich muss die erstmal reintun, ne? Kohle. So rum. Man muss erstmal klarkommen, wenn man die beiden Spiele parallel spielt. Okay, jetzt machen wir Metallplatten. Ah, okay, dafür brauchen wir Metallschrott. Ach du Ja, Scheiße. läuft schon, ist schon drin. Puh. Aber da werden wir sehr viel brauchen, wenn wir beide eine Rüstung wollen, ne? Oh nein, Tobi, das heißt, wir müssen ganz viel kloppen gehen. Oh Wir nein. müssen klappen gehen. Ja. Wir können mal gucken, ob diese Ja. Dinger gerespawnt sind, die wir das letzte Mal abgebaut haben. Welche war das denn? Und diese komischen Kapseln. Dopamin? Kapseln? Weiß ich Diese gar nicht. Kapseln, die wir abgebaut haben für Metallschrott? Weiß ich gar nicht mehr, ehrlich gesagt. Da diese Kapseln, wo wir auch am Anfang drin gespawnt sind. In Ach, diesem die Dinger. einen. Ja, die Dinger. Ja, ich erinnere mich. So, kann ich das Könnte man mal nicht? gucken. Hast du mir gerade ein derbes Schwert gegeben und eine Stachelkeule? Was? Erstmal löschen. Wir brauchen halt eh nicht. Ich wollte eigentlich gucken, ob man das hier legen kann und dann habe ich sie einfach geschickt. Ich dachte, du merkst nicht direkt, sondern später, irgendwann, wenn Inventar voll ist. Aber 10 Schüsseln bauen und dem anderen schicken. Schön. So. Das findest du lustig, hm? Das findest du lustig. In der Tat. So, da kriegen wir dann. Ich meine, wir haben schon Metallplatten, ne? Also wir haben schon welche gefunden. Wenn wir jetzt welche bauen, kriegen wir dann neue Rezepte. Warte. Ich weiß nicht, ich glaube, das ist es. Sind die neuen Rezepte, oder? Dachte ich. Oder hat der Schmied jetzt neue Rezepte? Ja, das Kämpfer-Set halt, ne? Ah, habe ich noch gar nicht gesehen. Ja. Ja, oh. Wow, sieht das gut aus. Das ist ja, hä? Der macht das neu und die sehen alle schon gebraucht aus. Hä? Die sehen aus wie Third Hand. Ja, Als dann wären guck ihn dir doch an. da schon 3 Leute drin gestorben. Aber die Hose ist cool. Die sieht ein bisschen aus, als würde ich gleich mit dem Bike durch die Gegend fahren. Guck ihn dir halt einfach an. Der sieht halt aus wie so jemand, der ihn über den Tisch zieht. Ja, der will auch Harz.
Für die Rezepte, Tobi, ich weiß nicht, was du meinst. Ja, ja, klar. Ja, also, nee, habe ich auch so verstanden. Also, ne? Warum packt der Harz in die Sachen? Das ist doch ekelhaft. Es klebt immer. Okay, Tobi? Ja? Guck mal, wie schnell ich laufen kann. Alter. Junge. Voll der Aushilfsflash einfach. So, ja, gehen wir hier vorne mal zu der Mission oder was? Das ist ein guter Plan. Das ist ein guter Plan. Ganz kurze Frage, können wir uns Heiltränke eigentlich selber machen? Da war doch was, ne? Ich habe diese Holzsäure jetzt mal in Auftrag gegeben bei diesem Ding da und die ist irgendwie angeblich für Heiltränke. Mhm. Brauch mich jetzt aber nicht, warum der Holzsäure nein kommt. Na gut. Verstehe ich nicht. Aber wenn wir was essen tun, ist doch besser. Schwer ist es nicht. Ich bin schon wieder mit der Steuerung. Ich hab mich wieder mit der Steuerung verhaspelt. Ich hab eine Rolle runtergemacht. Nice, Erik. Geil. Also, gerade noch gerettet. Oh, was ist denn das? Nichts. Schön hier. Jetzt Standort oben, Standort unten. Ja, warten du. Das ist aber der richtige hier, ne? Diesmal. Ich glaube ja. Das sieht genauso aus wie der andere. Ah, warte mal, da, guck mal, da kniet ja schon wieder einer. Ey! Oh, 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 oh. Yo, 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 warum machst du so einen Schaden? Yo, Bro! Oh, oh. 23? Ja, 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 ich mach auch noch mit Tobi. Geil! Vorsicht! Ich dachte, der eine wäre geflüchtet. Bogenschmütze. Alter! Boah. Das ist ein Drecksäcke! Swine! Da war noch irgendwo einer von hinten. Okay. Da ist er. Geil. Können wir mal hochgehen? Hallo? Hallo? Ah! Oh! Geil! Oh. Oh, geil. Aber erstmal hier erstmal hier aufräumen, ne? Ja, würde ich sagen. Ja. Das ist wieder so ein Ding, wo es nach unten geht. Ah. Achso, geht's da rein? Ich wollte erstmal hier unten aufräumen, weil. Ja, nee. Ich habe gerade nur die Erkenntnis gehabt, dass das genau das gleiche ist wie das, wo wir gerade eben schon mal waren. Genau. Ich würde mal unten aufräumen, damit wir mehr von den Dingens kriegen, von den Reparaturmünzen, von den Runen. Oh, was ist das? Oh, ein Buch. Hier ist ein Buch. Oh, geil. Über Elixierbrunnen, den Quellen des Elixiers. Ein weiterer Elixierbrunnen wird auf dem Rücken der Arbeiter gebaut, die sich unermüdlich abmühen, einen Tunnel in die Erde zu graben. Die Pläne für dieses Bauwerk sind unheimlich. Der Schlund spuckt bei jedem Stoß Dämpfe aus. Dünne Nebelschwaden verursachen Kopfschmerzen und reizen die Augen. Alles für dieses Elixier. Ich hoffe, dass es diese verdorbene Luft nicht nach Distelsamen schafft. Balthasar! Oh nein. Na komm. Langsam wird's aber auch schwierig. Oh Mann, Gibraltar hatten wir schon, ne? Ja. Spalter hatten wir auch schon. Wer damals schon ein Spalter war, Weißt du, wer den Kindern früher oft das Ü-Ei stahl? Das passt ja überhaupt nicht. Naja, Balthasar, das geht schon. Das passt gar nicht. Naja, zur Überbrückung passt das schon. Ich dachte, du überlegst dir derzeit was. Okay, Tobi, pass auf. Ja? Wer hat ganz schön schüttres Haar? Balthasar! Sehr so. Gut. Puh, Ehre gerettet. Oh. Hoffe ich, finden wir bald wieder ein Buch. Ja, wird immer schwieriger. Oh, Warte. Hä, was war das denn? Oh, Homing Missile, da hinten ist noch einer. Geil. Zwei. Die sind mir am liebsten, die sind schön langsam. True. oh, warte mal. Kann ich hier nicht. Nein. Ja, Miasma. Neben Jasper. Ah. Oh, das
Das sieht gut. Oh, hey. Junge. Wäsch mit dem. Junge. Eigentlich wollte ich was anderes. Genau, das wollte ich auch gerade probieren. Und zwar hiermit. Boah, ich habe jetzt meine Waffen, also meine Abbausachen auf ein anderes Ding gelegt. Jetzt muss ich mal Alt drücken. Das ist voll verwirrend. Die Spinnen. Ja, hast du das auch mal gesehen? Es ist widerlich, oder? Aber geil gemacht. Das ist schon geil gemacht, wie die wegkrabbeln. Aber ekelhaft. Ja, das ist wahr. Puh. Okay. Nicht geil. So, ansonsten, was ist das hier für eine Ausgrabungsstätte? Sieht irgendwie ganz cool aus. Oh. Oh. Okay. Ah. Hallo. Hirte des Donners. Eine Fernkampfwaffe. Okay. Hirte? Hilde des Donners. So. Ups. Ist hier noch irgendwas? Da ist noch ein Stinker. Oh ja, warte mal. Hier nehme ich nochmal mit. So, mit Zähl. Ja, Metallschrott. Geil. Viel Metall. Oh, viel Metallschrott. Lohnt sich. So. Diese Wägen hier lohnt sich wirklich. Echt? Ich habe vorhin einen kaputt gemacht, da kam nichts raus. Ja, gut, aus dem hier irgendwie auch sehr wenig, aber gerade eben hatte ich eine, kam sehr viel Metallschrott. Hier ein bisschen. Geil. Denk an dein Miasma-Dingens, ne? Ja, steht schon Achtung. Nee. Ja, Holz. Machst du da oben? Hast du ja Spaß ohne mich? Doch, naja, so viel Spaß war das jetzt nicht. So. Oh, Miasma. Ach ja, von da hinten wieder, ja? Boah, Junge. Assis, wie die da immer voll drauf gehen, ne? Mhm. Ey, hier ist das. Die Bogenschützen kann doch mal Stuff werfen. Wäsch mit dir. Ah ja, hier. So. Ah ja, natürlich. Was denn? Was denn? Geh ich noch. Ah. Kommen die mal zu dir? Das ist meine Ausstrahlung. Das ist überhaupt nicht dreist, ne? Überhaupt nicht dreist. Ja, ich sammle doch die Sachen nur auf, damit wir die nicht vergessen, Tobi. Fürs Team. Ja, ja. Hä? Was ist denn mit dir? Absolut. Danke, dass du da so hinterher bist. Die kommen doch eh in die Kiste. Ja. Warum bist du nur so? Ich habe immer das Gefühl, dass man aus dem Schutt noch irgendwann Metall rauspopeln kann. Aber ich bin mir halt auch nicht so sicher, ne? Irgendwie wirkt das immer so. Ich meine an sich, Schutt, das ist schon Metall dazwischen, oder nicht? Ja, sieht auch so aus. Hm. Okay. Aua. Das ist so erfüllend für mich. So. So wohltuend, so bekömmlich. So. So, Tobi, wollen wir uns in den Schlund schmeißen? Ja, würde ich sagen, oder? Du kannst mir. Da waren ein paar Überraschungen auf uns. Ja, du kannst mir vertrauen, einfach mit dem Gleiter runter. Schon klar, Erik. Oh, geil. Oh.
hier wieder vorhechelt? Ich bin oben. Tobi, ich bin oben und habe eine Special-Kiste noch gelootet. Möchtest du eine Riesenaxt haben? Aber die ist langsam, glaube ich. Aber die sieht sehr geil aus. So die, ich weiß nicht, die sind zwei Hände, ich komme damit nicht klar. Aber du musst die, willst du dich noch healen, bevor wir da runtergehen? Ich habe, glaube ich, keinen Heiltrank. Ich kann dir mal ein paar, warte mal, ich kann dir mal ein paar Dings geben. Ich benutze auch immer hier diese Beeren. Die sind eigentlich ganz nice. Dankeschön. Heiltrank unterwegs machen können wir nicht, ne? Okay. Nee, leider nicht. Okay, da muss ich auch mal wieder, ich muss mal Beeren sammeln. Ach, die Schrumpelbeeren. Erik, ich habe die nicht vom Busch gesammelt. Ja. Wie lange regeneriert man? Kann ich das irgendwo sehen? Das ist eine gute Frage. Ich weiß nicht, ich gucke halt immer so, dass es eine auflädt und dann esse ich noch eine und so. Dann, ja. Oh, okay. Was, ihr könnt euch heilen unterwegs? Weiß ich nicht. Lieber sterben oder was? Ins Miasma hocken. Ja, und weinen. Oh, der Weg nach unten ist aber ganz schön weit, ne? Also wir müssen unser Miasma ein bisschen im Auge behalten. Oh. Was ist das denn? Bossfight. Ach du Scheiße. Nein, nimm das Ding da weg! Nimm das Ding! Ey, darf ich halt. Ich bin hier fest. Der ist gleich down. Ja, der kann ja gar nichts. Guck ihn dir an. Guck ihn dir an. Komm mal, der nächste. Zack, E und F. Zack, das ist unglaublich. Ach, guck mal hier. Wir müssen gar nicht mehr nach oben. Oh. Die Miasma-Wurzel ist die Quelle unseres Leidens. Zerstöre sie mit einer Holzfällerachs. Ach so. So mit einer Axt, doch so. Das geht ja viel besser als mit. Easy. Hä, schon wieder ein Achievement. Geil, es geht ja Schlag auf Schlag. Nice. Schloch auf Schloch geht das. Das ist nice. Cool. Also ich bin ehrlich, Tobi, Singleplayer war der viel schwieriger, also in der Demo. Ja, das kann ich mir vorstellen. Ich glaube, es ist sowieso, wenn einer pullt und der andere haut von hinten, kriegst du nochmal so einen, kriegst du nochmal so einen extra Buff quasi für von hinten quasi. Ja. Ich frage mich, ob man irgendwann. Guck mal, die Höhle geht so weit rein, ich frage mich, ob man irgendwann auf dem roten Stuff laufen kann. Ja, da hinten ist auch noch irgendwas, ne? Das ja, das sieht so aus, als würde es noch irgendwie weitergehen. Deswegen frage ich mich, nicht spoilern, ja bitte, der Chat. Aber ich frage mich. So, ja, Tobi, da haben wir wieder sehr gut die Welt gerettet hier. Aber keine Kiste, ne? Das hat mich jetzt ein bisschen gewundert. Keine Kiste, Tobi, hier ist einfach keine Kiste. Du hast sie gerade aufgemacht, ne? War eine Holzkiste. Keine gute Kiste, nur da war so ein Miasma-Ding für zwei Minuten mehr. Ja gut, das ist ja auch, glaube ich, der Anfang hier, ne? Das ist ja das erste Dungeon-Ding, wo man durch muss. Aber gerade da. Gerade da müssen wir, oder? Weiß ich nicht. Ne? Gerade da, als Spieler bin ich jetzt enttäuscht. Ich mach das Spiel aus. Briefhand. Ja, wir haben mal wieder was geschafft, ne? So, ja. Ich habe eine Miasma. Oh, Miasma-Seele habe ich jetzt und einen schönen Brut-Donnerwüstling-Kopf. Sein Gehirn wurde durch Pilze und Matsch ersetzt, aber es ist immer noch ungeheuer schwer. Das Gesicht ist dauerhaft zu einem bitteren Ausdruck versteinert. Oh, der Arme. Klingt wie mein Tinder-Profil. You have a match. Ja. Hä, ist das Erik? Erik, wir haben ein Match. Oh. Hast du auch ein Level abbekommen? Ja. Guck mal, wie viele Punkte man gekriegt hat. Bei Fähigkeiten? Oh, 8? Was? Ja gut, also ich habe 6. Also 6 Punkte haben wir gekriegt. Du hattest noch 2, glaube ich. Oh, das kann sein. Okay, 4 und 2. Doppelsprung und inneres Feuer. Geil. Doppelsprung auf jeden Fall. Nehme ich direkt mit. Und dann,
Sprungangriff 2. Wenn du mit einer Nahkampfwaffe. Okay. Kondition. Ne, ich mach erstmal inneres Feuer für mehr Miasma-Zeit. Sprungangriff, Sprungangriff 2. Yo! Okay, was hast du genommen? Ah. Hast du etwa... Geil, Erik! Yeah! Jetzt geht's los! Lass ihn raus, den Teaser! Zeig ihn, dass du es kannst! Jetzt vielleicht doch eine Zweihandwaffe. Ja, ich hab hier schon aus... Warte mal, ich guck mal kurz. Ich hab die andere, habe ich zu Hause gelassen. Schade, ich wollte die gerade schicken. Okay. Geil. Das ist nice. Sollten wir mal ausprobieren. Absolut. Hast du auch Doppelsprung? Nee, den habe ich nicht gemacht. Ich habe nochmal Kondition geskillt und noch was anderes. Ja, okay. Das nächste Mal nicht auch längere Zeit in Miasma. Einfach nur, weil kein Bock mal zurückzulaufen, falls irgendwas ist. Ja, das stimmt. Und im Miasma zu sterben, stelle ich mir auch räudig vor, wenn man dann nicht mal an die Sachen rankommt. Achso, hier ist vielleicht falsch, da war die gute Truhe, die jemand eventuell ausgeräumt hat. Geil. Geil. Cool, nice. Erweitere dein Zuhause. Ja, jetzt haben wir ja die Miasma-Flamme, ne? Jetzt können wir ja nach Hause gehen. Ich weiß gerne mal, wo es heimgeht. War das hier? Ja. Wie kann das Karnickel hier überleben eigentlich? Tobi! Geil! Der Executioner einmal. So, hier hoch, ne? Ich glaube hier hoch. Ah ja, stimmt. Und dann links da vorne. Hast recht. Ah, wir können auch porten. Ja, stimmt. Wir können doch einfach raus einporten. Ja, warte mal kurz. Ach, guck mal, die Lampe ist auch wieder aufgeladen. Nice. Oh, geil. Ja, welcher Hase. Richtig. Ich hab keine Hase gesehen. Dieser breit geschmierte Flatschen, der kurz zuvor noch eine Hase war. Ich hab noch was zwischen meiner Keule steckt. Oh, ich weiß, wen ich mal besuche. Wir haben in der Nähe, unseren Freund, den Clipping-Wolf. Oh. Okay, schade. Muss ich noch besser üben. So. Keine Ausdauer mehr. Ich sollte mehr auf Ausdauer skillen. Oh. Ich hab dreimal gedrückt. Ich sehe wieder so eine Fledermaus durchs Bild fliegen. Ich bin Batman. Fliegt aber vorbei, weil ich kann nicht anhalten. Geil. Oh. Cool. Ja, dann wollen wir Stärke die Flamme globalen Fortschritt freischalten. Oder das in den Altar aufwerten, ne? Miasma-Seele. Okay, let's go. Nochmal gemacht. Jetzt brauchen wir 5 Miasma-Seelen. Und das Baugebiet müsste jetzt... Ich guck mal kurz. Oh, da steht auch baue einen weiteren Flammenaltar. Ja, wir werden noch einige haben. Wo hört denn das jetzt auf? Ach, hier. Hier war es gerade. Bis hier können wir jetzt bauen. Das ist schon nice. Gut, das ist halt schon sehr, sehr groß. Ist nur ein zweiten Flügel einfach drumherum. Hey! Warum schreit denn der so? Wahrscheinlich, weil ich mich hinlegen soll. Hey, hier! Toll. Ah, wunderschön. Ein frischer Morgen. Oh, hör auf zu schreien, wir schlafen hier, du Arschloch. Ja, der könnte echt mal das Maul halten, ne? Ich schwöre, ich pack den in den Keller. Ach, Tobi, ich hätte wahnsinnig Bock,
wirklich einen Keller irgendwie so weit auszubauen, dass der über das ganze Gelände geht. Und dann so Knastzellen zu machen, wo der Schmied aber drin steht. Da kann er rufen, ist mir egal. Aber ich glaube, es gibt keine Gitter, ne? Warum willst du eigentlich immer Leute einsperren? Also NPCs. Was ist das für ein Fetisch? Schwierige Kindheit. Ach so. Okay. Oh, ja, warte, mach ruhig. Oh, warte. Eine Warte der Erbauer erklimmt. Ich weiß genau, wo es hingeht. Oh. Glutal hat sich verändert. Vor unserer Zeit hat... Sag mal, wieso zoome ich jetzt auf deinen Nippel ran? Was war denn das gerade für ein Nippelzoom einfach? Ah, du schläfst heute in dem Bett, alles klar. Nein, ich will nicht. Doch, Erik. Nein. Vor unserer Zeit haben die Erbauer Warten gebaut, um das Land zu überblicken. Die Warten der Erbauer. Eine davon befindet sich in der Nähe. Erklimme sie und lerne die Welt neu kennen. Okay, ja, cool. Herstellen. Ach ja. Ach, was? Nippel. Guck mal, mein Nippel! So, warte. Können wir... Was brauchen wir denn? Jetzt bin ich mal gespannt. Oh, das wird richtig teuer, ne? Tobi, was hältst du eigentlich davon, süße, unschuldige Tierchen... Oh nein. ...durch den Fleischwolf zu drehen? Bitte? Ist das etwas, was dich anspricht? Hashtag Kaninchen, Soufflé. Grundsätzlich bin ich da nicht abgeneigt. Ne? Ich meine, McDonald's macht ja auch nichts anderes und die machen einen Haufen Geld damit. Gut, das ist wahr. Das ist wahr. Wir brauchen nämlich, glaube ich, ein bisschen Tierfell. Und ja, wir brauchen halt auch Harz. Das heißt aber, ich muss gleich wahrscheinlich... Also das kriegt man nur von Bäume fällen, ne? Haben wir überhaupt Harz irgendwo? Ja, irgendwo in den unteren Kisten. Ja, guck mal hier, in der mittleren unteren. 45 Stück. Oh, super. Ach, so sieht das aus, okay. Ja, wir brauchen auf jeden Fall mehr, wir brauchen mehr freiwillige Tiere, die uns ihre Sachen überlassen. Wo brauchen wir Leder, hast du gesagt? Garn geht auch. Ja, Tierfell brauchen wir. Eins, zwei, oh, eine Menge. Fellfetzen oder richtiges Tierfell? Tierfell. Oh nein! Oh Gott, ich habe einen Feuerball verschwendet. Ja. Hier sind auch noch 5 Tierfell drin. Ja, reicht alles nicht. Ich habe gerade noch schon Dinges rausgeholt. 5 habe ich rausgeholt, jetzt haben wir 10, aber es reicht alles nicht. Wir müssen leider... Verliert der Tierfell, wenn das die Ziegen oder sind das die Wölfe gewesen? Wir probieren es bei beidem, Tobi. Finde ich gut. Ja. Teilen wir uns auf. Wo sind Tiere? Hier sind gar keine. Bisschen enttäuschend ist das. Oh, warte mal. Also ich habe ja gar kein Glück hier. Oh, ein Wolf. Oh nein. Ernte und es Beeren. Ah ja, mach ich. Ja, mach mal. Da lagen 2 Tierfälle in dieser Höhle von gestern noch. Sonst ist hier auch ziemlich lame. Aha. Ziegen. Hä, Stufenaufstieg? Ich war doch schon Level 4. Hä? Ist nochmal aufgestiegen? Aber kriegst du auch nochmal Points? Warte. Okay. Oh, ja, die Ziegenböcke verlieren die auch. Okay, ich habe gerade ein Tierfell vom Wolf bekommen. Okay. 2 Punkte habe ich jetzt wieder, aber hä, warum? Hä, was? Hä, was? Tobi, was? Aber vielleicht hatte ich vorher auch schon 2, ich weiß es nicht mehr. Frech? Wie er das Game einfach... Warte mal, auf mich anzugreifen. Wie er das Game einfach hart exploitet. So, geben Schmetterlinge vielleicht auch Tierfell? Okay, da komme ich an das Anfangsgebiet, da ist ja nichts. Glutwacht. Gut Nacht, Glutwacht.
So. So eine automatische Ziegenfarm wäre nice. Oh ja, das wäre schön. Das wäre richtig schön. So. Kaninchen geben Fleisch. Ich guck mal, ob die Fell geben. Wahrscheinlich geben die diese Fellfetzen, denke ich mal, ne? Naja, das wäre dumm. Vielleicht können wir daraus ein richtiges Fell machen. Ich weiß es nicht. Könnt ihr mal ein richtiges Fell zeigen? Tobi, zeig mir mal ein richtiges Fell. Zeig mal deinen Rücken. Habe ich gerade ein Mähen gehört? Ups. Ja, Ziegen geben. Ja, Ziegen, super. Oh, hier sind drei Stück. Oh. Geil. Das sind sechs Fell, Tobi. Versau es nicht.